Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, hier zu Transport Fever 2 Season 1, nenne ich es jetzt einfach mittlerweile mal. Ich hatte eigentlich mir vorgenommen, dass ich jetzt in der heutigen Folge die Intercity-Linie weiterbaue. Aber hier in diese Richtung muss ich erstmal noch gucken, wie ich das genau mache. Weil hier ist ein großer Güterbahnhof, wo es natürlich dann auch mit Personenzügen durchgeht. Hier hinten genau das gleiche. Und hier warte ich eigentlich noch darauf, ich bin mit dem Modder schon in Kontakt, dass der Dresden-Neustadt-Bahnhof kommt, dass ich den hier hinsetzen kann. Ne, dass ich dann Dresden vervollständige und von da aus geht es dann weiter. Da müssen wir uns aber noch ein bisschen gedulden. Vielleicht werde ich da erstmal noch einfach einen normalen hinsetzen. Muss noch mal gucken. Aber das muss ich im Offscreen machen. Da muss ich mir bei Google Maps dann auch ein paar Anregungen holen, beziehungsweise wie es da gemacht ist. Das hier hinten, die Farben, die kommen wahrscheinlich komplett weg. Hier auch alles ein bisschen größer, dass ich dann hier nachher auch für die ganzen Güterproduktion genug Platz habe. Deswegen habe ich mir jetzt für die heutige Folge ausgedacht, wir machen jetzt erstmal noch den Anschluss hier nach Hummelfeld mit dem der Airport Express. Man kann ja auch schön sehen, Ziele, Flughafen City. Ne, das ist jetzt nicht unbedingt nur der Flughafen, aber es ist Flughafen City. Wollen insgesamt oder nutzen insgesamt nur 16% die Linie. Ihr seht das ja hier auch auf der Straße. Wir fahren halt doch schon einige Autos. Und das kann man ja eventuell immer noch ein bisschen verbessern. Und deswegen möchte ich jetzt hier gerne nur eine eingleisige Strecke bauen. Ich hatte mir jetzt überlegt, wir nutzen hier auch weiterhin den Abstellplatz und gehen hier ab und machen eine enge Kurve. Und gehen dann hier ran, weil hier sind diese Felsen, da möchte ich eigentlich nicht beigehen, dass wir dann hier mal drauf gehen. Entweder lasse ich sie komplett nebenher laufen, dass es dreigleisig wird, oder wir gehen mit auf das Gleis raus, aber nachher werden hier noch einiges mehr an Zügen fahren. Und ich weiß nicht, ob der eine Zug das dann alles aus dem Takt bringt. Deswegen werden wir wahrscheinlich erstmal jetzt noch eine dritte Linie, ein drittes Gleis bauen. Es wird auch nur ein einziger Zug fahren, dass wir dann hier mit drauf kommen. Das hatte ich mir zum Beispiel zumindest so vorgenommen. Und dann würde ich sagen, fangen wir damit mal an. Die Kurve. Das Problem ist, ab 70 km/h habe ich nicht die deutsche Oberleitung. Die habe ich erst ab 80. Und da könntet ihr mir auch mal bitte in die Kommentare schreiben, meine Freunde. Ich hatte das Problem jetzt 52, 55. Und dann ein bisschen weiter nach hinten. Oh. Ah. 54 ist das in Ordnung. Ich habe immer das Problem, dass wenn ich jetzt zum Beispiel einen Bahnhof baue, wie hier hinten auch, habe ich extra darauf geachtet, dass wir hier dass wir hier deutsche Oberleitung haben. Hier auf der Seite komischerweise klappt's. Hier hatte ich das auch extra drauf geachtet, habe das Spiel neu gestartet und zack hatte ich hier wieder diese Oberleitung. Oberleitungsmasten. Ich bin da jetzt nicht ganz so wahnsinnig penibel, aber es sieht halt trotzdem schon irgendwie doof aus. Hier sind die Deutschen, da hast du diese einfachen. Vielleicht habt ihr da nochmal einen Tipp. Ich kann das jetzt klar die Gleise wieder abreißen und neu setzen, aber dann hatte ich das Problem, dass die immer wieder neu gekommen sind. Genau das gleiche im Dresden Hauptbahnhof. Und der ist ja jetzt modular nicht mehr so zu ändern. Und auch mit den Common API funktioniert das nicht so wirklich. Vielleicht habt ihr da eine Idee, was man da machen kann. So. Jetzt ist halt die Frage, was wollen wir hier machen? Wollen wir hier jetzt komplett nebenher laufen? Was ich jetzt schon echt fast machen würde, die Signale noch abreißen, dann ändern. Weil so haben wir dann nachher eventuell auch nochmal die Möglichkeit, von hier drauf zu gehen. Die Weiche können wir schon bauen. Die können wir jetzt ruhig schon bauen. Dass wir dann die Möglichkeit haben, hier nochmal so Güterzüge oder sowas als Ausweich drauf laufen zu lassen. So, jetzt seht ihr auch hier sind teilweise wieder Stützen jetzt drin von... Mit der anderen Oberleitung. Das ist doch voll blöd. Habe ich das so nie gebaut.
Und 200 dürfen wir dürfen noch schneller fahren. 200. Zack. So. Hier auch. Also manchmal ändert sich das immer wieder. Finde ich ein bisschen doof. So. Da kommen wir hier mit drauf. Die Signale reiße ich gleich ab. Und baue da mit, arbeite da mit den Brücken, Signalbrücken. So, bin mal gespannt, wie das mit dem Tunnel wird. Aha. Alles klar. Ab drei Gleise baut er dann trotzdem wieder diesen alten. Dann behält er das neue Design auch nicht bei. Oh, das passt noch. Was? So. Müsste ich mal gucken. Ich würde das jetzt hier machen. Wir müssen jetzt ja da auf die das mittlere Gleis. Das habe ich da ja schon. Am liebsten müsste ich jetzt hier vorher noch drauf. Hier mit raus. So. Und da dran. Oh. Die ganze Zeit wird mit 200 gebaut, aber das ist ja egal. Zack, 80. Da soll er schon anfangen, 80 zu fahren. So. Die anderen dürfen dann noch ein bisschen. Also bis dahin können die mal wieder 120 fahren. So. Wie sieht das jetzt aus? Geschwindigkeiten da. 96 da, aber das ist von der Weiche her, also ist okay. So, hier kommt jetzt ein normales Signal noch hin. Eins auf 80. Dahin, so. Sonst brauche ich hier keine Signale. Hier haben wir Signale. Dann bauen wir jetzt hier mal. Wir uns die Brücken raussuchen, die finden wir unter Assets, hier hinten auf diese Schiene da mit der Kiste. Dann auf zweigleisige, da kommt eins hin, machen wir die mal gerade wieder an, dass wir sehen, wo wir die überall haben. Hier, zack, was sieht da nämlich schöner aus. Oder beziehungsweise mal anders. So. Jetzt wird das natürlich wieder lustig, die hier abzureißen. Also das Spiel mal auf Pause machen. Weil die irgendwie einen sehr, sehr kleinen Punkt nur haben, wo man diese KS-Signale erwischen kann, ohne dass sie gleich die ganze Schiene mit abreißen. So. Naja, da ist es doch schon passiert. 200 kann ich hier fahren. 200er Schiene wieder nehmen. So. Weil ich brauche ja auf der Nebenbahn brauche ich ja keine Signale. Die brauche ich ja nur hier. Und die hänge ich da oben jetzt ran. Weil die ist ja eh nur eingleisig. Was soll ich da mit Signalen arbeiten? Fahren sich nachher noch Züge irgendwie zusammen. Perfekt. So, da. Nehmen wir einmal da so rein. Perfekt. Nächste, da. Nach vorne. So, das sieht doch richtig cool aus, jetzt hier eine komplette Brücke rüber zu bauen. Das wäre, glaube ich, etwas übertrieben gewesen. So, mittlerweile fahren auch drei von diesen, von meinen REs hier auf der Linie. Von dem RE10, dann drei Züge, da kommt gerade einer, die sind nämlich alle auch gut besucht, 170 Leute warten, nach 120 gehen in so einen Zug rein,
Das ist erstmal in Ordnung. So. Dann haben wir ja im Prinzip die Linie schon fertig, wa? Bis hierhin. Hier ist der Anschluss. Terminals, drei Terminals. Wie haben wir die eine genannt hier? Das ist die S1 oder so. Dresden Flughafen heißt die einfach nur. S1 davor machen. S1. S1 Dresden Flughafen. Neue Linie. Flughafen. Da heißt das jetzt Dresden. Also den muss ich nach oben ändern, hier den Bahnhof. Das ist nach Dresden. So, perfekt. Nimmt er auch das Gleis. Muss ich nur einmal da mit der Regio kreuzen. Und ansonsten. Achso, hahaha. Hier müssen wir noch irgendwie rüberkommen. Und schöner wäre es ja, wenn wir hier noch ein bisschen mit Wegpunkten arbeiten, dass wir den anderen Zug oder die andere Gleise laufen lassen. Auch wenn hier. Da sind jetzt leider die Signale, aber das geschwindigkeitstechnisch passt das. So. Dann dürfte der jetzt hier wahrscheinlich immer noch nicht rüberfahren. Warum nicht? Müssen wir hier ein bisschen mit Wegpunkten arbeiten. Nach Hummelfeld noch eine Station hinzufügen. Bringen wir den hier ran. Doch. Genau, jetzt fährt er hier noch am Signal vorbei. Perfekt. Linie 2, das ist dann einmal die S2. Habe ich die anderen genannt? Das ist die S1, da unten Dresden Hauptbahnhof Flughafen. Das ist dann einmal Hummelfeld. Hummelfeld. Das mit Slash gemacht. Ja. Flughafen. So. Flughafen. So. Dann wollen wir die nochmal ändern hier. Wenn der nach dem Dresden Hauptbahnhof kommt. Wo ist denn der Wegpunkt? Das ist der Wegpunkt. Dann wollen wir danach mal noch was hinzufügen. Der soll dann über... Stopp. Was hat das für Nölen? Achso. Ne, der soll nicht am Bahnhof halten, der soll hier am... an dem Signal hier vorbeifahren. Der Bahnhof hat auch wieder die anderen Oberleitungen. So. Genau. Das gefällt mir gut. Perfekt. So. Dann können wir uns jetzt eine S-Bahn aussuchen, die wir darauf schicken wollen. Nehmen wir dann nochmal Züge kaufen. Die Hamsterbacke ist eigentlich auch nicht schlecht, ne? Elektrisch, was haben wir denn da so? Die haben wir noch nicht auf der Linie. Die S-Bahn würde ich jetzt nicht nehmen. Da fährt ja schon eine von. Könnt ihr auch sowas Älteres nehmen? Zwar aus der Schweiz oder aus Österreich, aber das ist mir ehrlich relativ egal. Was ist das denn hier? Der Lotschka. Oh, das ist eigentlich auch nicht so schlecht, ne? 160 ist wenigstens ein Express, 115 Leute. War es mir so wie der Region Adler. Wie lang ist der denn? Zack. 127 Meter.
der ist von der ÖBB, auch ÖBB. Dann sind die hier wahrscheinlich aus der Schweiz. Hier haben wir auch den Deutschen, den Vierteiligen. Haben wir auch noch bis zu Sechsteilig. Aber hier gehen nur 15 Leute rein. Ist ein bisschen wenig. Lass uns, wir nehmen einfach mal den hier. Schicken den auf die Linie. 2 Hummelfeld Flughafen. So, was will er von mir? Irgendwo kein Strom oder was? Was ist jetzt sein Problem? Kommt er da jetzt nicht hin? Doch, da kommt er da hin. Achso, ja gut. Das Gleis soll er nicht Linie verwalten. Dresden soll ein Gleis zu. Kommt er da nicht rauf? Doch, hä? Doch, hier noch ein Gleis. Sehe ich jetzt nicht. Dresden Airport. Achso, dann fährt er. Ach, der hat den. Das ist der Güterbahnhof und das ist der Personenbahnhof. Die sind einzeln. Ah, ich lerne auch immer noch dazu, meine Freunde. Ich lerne auch immer noch dazu. Da kommt Dresden weg. Dann möchte ich den bitte haben. Hallo? Dresden Airport, genau. So. Perfekt. Sieht alles noch gut aus. Gibt es auch keine Warnung mehr. Gucken wir uns den Zug mal an, was wir jetzt hier gekauft haben. Ja, guck mal, der fährt jetzt nach Hummelfeld. Der hat wenigstens noch Treppenstufen, dass man da gut reinkommt. Kann 115 Leute transportieren. So viel braucht er wahrscheinlich gar nicht transportieren. Cooler Sound. Die Lokführer alle mit ihrem Zylinder. Oh, schon ganz schön lang. Die passt ja da überall in die Bahnhöfe rein. Aber das sehen wir jetzt gleich. Im äußersten Notfall tauschen wir. Weil ich hätte jetzt auch russischen Namen da oben dran stehen, aber das ist. Da lege ich jetzt nicht so viel Wert drauf. Ach, guck mal da. Der Sound ist gut. Also der Weichenpferd. Das hört sich sehr gut an. Also der Sound ist top. Was für ein Gleis auch immer er jetzt fährt. Jetzt hier wieder rüber. Versuchen wir uns mal wieder reinzusetzen hier. Weiter nach vorne. Gucken wir ihn mal hier über die Schultern. Boah. In der klaren Sicht hinter der Scheibe weg. So, dann sind wir mal gespannt, ob der da jetzt reinpasst in den Bahnhof. Oh, wir sind schon wieder eigentlich am Ende der heutigen Folge angekommen. Aber mal gucken wir uns mal gerade an, in welchen Bahnhof der jetzt reinfährt. Alles klar, wir fahren jetzt erstmal noch. Nach Hummelfeld. Oh, die 160 wird er auf jeden Fall nicht schaffen auf dem Stück. Also jetzt schon, aber ich glaube nicht, dass er schafft, wenn er. Wo willst du denn jetzt hin? Mein Freund Chance, das ist nicht dein Bahnsteig hier. Lass mal den jetzt mal einpendeln. Keine Ahnung, wo er jetzt hinfahren möchte. Er hält jetzt hier an. Eigentlich soll er da hinfahren. So, jetzt ist er auf seiner Linie.
Bin mal gespannt, was er jetzt noch an Kilometer schafft. Rein hier. Wir fahren natürlich jetzt echt gerade hier Vollgas. 100. Oh, habe ich die Schiene noch 120. Okay, das kann ich noch ausbauen, weil der kann schneller. Das muss ich natürlich jetzt alles noch schön machen hier. Da fährt er auch nicht auf sein Gleis. Wahrscheinlich sucht er sich jetzt erstmal Punkt 1. Und wenn er Punkt 1 hat, dann wird er auch so fahren, wie es angezeigt wird. Kommt gerade der Dash an Landeanflug. Das müsste eigentlich geradeaus auffahren. Ja, oh Gott, hier stehen schon Leute. Was? Also hier in den Bahnhof bitte auf jeden Fall reinpassen. Easy. Oh, guck mal, der fährt nicht bis vorne durch. Aha, auch interessant. Jetzt fährt er bis vorne durch. Ach, war ein Autosave. Ja, alles klar. So. Komm, das gucken wir uns jetzt noch an. Egal, wenn die Folge jetzt länger wird. Müssen wir jetzt warten. Da kommt wohl was von vorne. Ja, wo der andere. Dann haben wir kurz auf Pause. Dann machen wir einmal gerade hier das Upgrade auf 200. So. Ab da. Darf er dann 200 fahren? Außen bitte. Das reicht. Und Vollgas. Dann gucken wir mal. Warum er jetzt nicht im ganz äußeren Gleis fährt. Auf was wartet er denn jetzt? Irgendwas ist hier nicht ganz koscher. Ich werde das mal in Erfahrung bringen und dann mal schauen, was jetzt passiert. Hier ist auch kein Zug. Oder ist hier einer von den Regios raufgefahren? Ich weiß es nicht. Ich werde mir das alles mal in Ruhe angucken. Die Linie geht eigentlich hier lang. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Meine Freunde, bis dahin, haut rein. Tschüss.